Hallo und ja, da hickst du schon im Hintergrund. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt direkt frisch nach The Grand Stream Saga auf meiner Xbox 360, die, wie wir beide festgestellt haben, ich viel zu selten benutze. Nach haufenweisen technischen Problemen bin ich jetzt live dabei mit meinem Gast. Servus. Ja, Shadowlorn hier. Mann, hör auf, so stark anzufangen, das muss ich lachen. Eine Tragödie, man könnte meinen, ich bin witzig. Das ist ganz gemein, das ist ganz gemein, sowas. Absolut. Also, Servus, Shadowlorn hier, der Spender dieses Spiels. Und ja, ihr seht schon den Title-Screen: Majin and the Forsaken Kingdom. Meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel. Ich kenn's schon, komplett durchgespielt. Comic kennst du gar nicht. Richtig, ich kenne Boxart und rein theoretisch jetzt auch alles, was hinten drauf stand, aber ich habe es nicht gelesen, weil ich faul bin. Also alles, was ich weiß, ist, es gibt ein verlassenes Königreich und da ist ein Riese. Lang ist es her, als ein Krieger mit Hilfe der Bestie der Götter die zerstrittenen Königreiche unter einer Flagge vereinte. Jahrhundertelang blühte das Reich und seine fantastischen Technologien brachten dem Volk unerhörten Wohlstand. Niemand zweifelte, dass dieses Glück ewig währen würde, bis eines Nachts. Ein Mantel aus Finsternis verdunkelte den Himmel und hüllte das Land in Schatten. Wer immer es wagte, in den Schatten zu gehen, ward nie mehr gesehen. 100 Jahre später. Die Finsternis wuchs. Und wem die Flucht in entlegene Dörfer gelungen war, lebte in steter Angst und litt bittere Armut im zähen Kampf gegen andere um das wenige Land, das noch blieb. Reste der königlichen Armee versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, aber die unsterblichen Krieger der Finsternis waren zu stark. Dann schlich sich ein junger Dieb, der tief im Wald, weit weg von anderen Menschen lebte, in das verlassene Schloss im Herzen des Königreichs. Auf der Suche nach dem legendären Wächter, dem Majin. Blut! Okay. Ist doch eigentlich schon mal ganz cool, ne? Ja, sind wir ein sexy junger Dieb auf der Suche nach Reichtum, Macht und Ruhm. Quasi das One Piece, ist nur in dem Fall ein Majin. Richtig, und was ein Majin ist und was er den ganzen Tag so macht, das finden wir noch raus. Also wahrscheinlich momentan erstmal im Schloss rumchillen. Ja? Wahrscheinlich. Hey, was war das denn? Klang wie ein Brüllen. Ist das ein Otter, eine Ratte? Das ist eine Ratte. Okay. Gute Ratte. Mhm. Das könnte der Majin sein. Lass uns hier mal umsehen. Ja, und damit hast du jetzt Kontrolle über den Protagonisten, den Dieb. Yay. Kann ich springen? Ah, ich kann springen. Sehr gut. da steht schon B springen, ne? Oder sprinten. Ah, springen, mein Fehler. Ja, ja, sprinten. So. Ja, erstmal das klassische hier, lernen die Steuerung, ne? Ja, ist ja okay, ne? Kann man mit leben. Die Berichte der Menschen über den Majin sind widersprüchlich und übertrieben. Aber eins ist klar, er ist groß, stark und hat viele Kräfte. Er ist eine sehr mächtige, nichtmenschliche Kreatur. Das ist schon mal klar. Na gut. Ja, und sieht man auch ziemlich gut rum in der Silhouette, würde ich mal sagen. Also das hat, das sollte halt jemand darstellen, also logisch, ne? Was du nicht sagst. Aber normalerweise, da hat die Ratte ja recht, ne? Solche Geschichten sind immer übertrieben. Also rein theoretisch könnte er komplett anders aussehen. Die Menschen so, ja, der sah so aus, quasi wie der Teufel. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sind sie?
keinen Grund zur Eile. Ich sollte hier bleiben. Ja, ich sollte hier bleiben. Ist sehr geräumlich. Na gut. Also los. Ich dachte, ich sollte hier bleiben. Was stimmt mit ihm nicht? Zu viel. Zu viel stimmt mit ihm nicht. Oh, hallo, Ratte. Niemand hat je einen Kampf mit ihnen überlebt. Du bist doch schlau genug, ihnen aus dem Weg zu gehen, oder? Zum Glück können sie ziemlich schlecht sehen und hören. Das solltest du zu deinem Vorteil nutzen. Man sollte doch wirklich meinen, dass wenn eine große, feindliche, andere Armee aus, was weiß ich nicht, da Teer oder so entsteht, dass die zumindest schlau genug wären, denen vernünftige Ohren und Augen zu geben, oder? In dem Fall, nein, in dem Fall nicht. Was sich genau mit diesen, ich sage es mal, Funksoldaten auf sich hat, das wird noch im Laufe des Spiels erklärt. Aber ich kann dir schon mal so viel sagen, das ist das niederste Fußvolk. Hallo, niederstes Fußvolk, mein Name ist Dieb. All die Jahre Metal Gear spielen haben sich ausgezahlt, hast du das gesehen? Ich war schwer begeistert. Das will ich dir auch geraten haben. Und jetzt bin ich auch begeistert, wenn du es schaffst, die zu besiegen. Au. Tja. Oder auch nicht. Dark Souls lässt grüßen. Also ich bin ja sehr froh, ich wollte kurz bevor er da abgerutscht ist, wie so ein Depp, wollte ich sagen, der hat ja richtige Moves drauf. Wollte ihn gerade loben, rutscht er ab, war so, ja, nee. Naja, er ist ein Dieb, kein Krieger, was erwartest du? Ja, gerade deswegen erwarte ich, dass er vernünftig landet und dann nicht sofort in den Abgrund fällt, aber, Naja, er ist vernünftig gelandet, ist angestolpert. Macht's nicht besser. Jetzt sollte er versuchen, diesen Sturz zu überleben. Hallo Maus, Ratten, Ding. Ratte. Das ist ziemlich... Nager. Da komme ich wohl nicht hinauf. Nun, das lief ja nicht sehr gut. Warum hast du dich in diesen Kampf gestürzt? Nun, wir haben leider nicht alle Zeit der Welt, oder? Die Wälder und Täler sind fort. Krieger der Finsternis lauern am See. Und das Wasser ist unbenießbar. Wir müssen was gegen die Finsternis tun. Einfach in deinen Tod zu rennen, hilft uns nicht. Du bist der einzige Mensch, der uns versteht. Wir haben sonst keinen, der uns helfen kann. Ja, ich muss weiter. Warte, hast du denn aus dem letzten Kampf nichts gelernt? Du schaffst sie nicht allein. Ach, hast ja recht. Ich mache mir Sorgen. Bleib ruhig und besonnen. Du hast Talent als Team. Schatzruhe. Eile. Immer mit der Ruhe, ja? Eile mit Weile, hallo. Hallo, ho, wir haben doch keine Zeit. Zeit ist Geld. Richtig. Oder in meinem Fall, Zeit sind LPs, ne? Je weniger Zeit, desto weniger LPs. Das stimmt. Hast du gerade eine Kleinigkeit gesehen? Oder du bemerkst du gerade? Ja, ich bin sehr modrig an meinem Bein. Richtig, weil das ist sehr interessant bei diesem Spiel. Dein Schaden wird quasi durch den, sag ich mal, Teer angezeigt. Der Glibber. Hallo, Glibber, Vogel. Ja. Ich glaube nicht, dass du dort wieder hochkommst. Aber ich kann dort hochfliegen. Keine Sorge. Toll, Arschkrampe, das hilft mir nicht. Ich wette, er kann dir hier heraushelfen, wenn du ihn findest. Was ein arroganter, blöder Kackvogel. Ja, ich mal hier. Guck mal, ich kann fliegen. Und was kannst du?
Du kommst da nicht raus, aber ich flieg da einfach mal hoch. Tolle Hilfe bist du mir, Arschloch. Na, richtig so. Gib mir. So, die erste Schatztruhe. Yay! Scherben des Lebens lassen den Helden stärker werden. Okay. Man könnte sagen, quasi EXP. Quasi. Ich hatte jetzt, wenn es nur Energie geben würde, hätte ich quasi an die blauen Orbs von Devil May Cry gedacht. Aber wenn es tatsächlich mehr macht, dann wäre es wohl EXP, ja. Es macht auch ein bisschen mehr, aber das wird alles noch später erklärt. Also sobald du aus diesem Ding da raus bist, weißt du alles über das Spiel. So viel kann ich sagen. Sehr gut. Dann bin ich ein Magienmeister. Das jetzt vielleicht nicht. Oh. Da ist wieder dieses Geräusch. Und mehr als vorher. Aber es ist kein echtes Gebrüll. Ja, wie eigentlich? Ja, Entschuldigung, ich hab noch nichts gegessen. Sehr hilfreich von der Maus, Ratte, wie auch immer. Da ist ein Geräusch und es klingt wie irgendwas, aber keine Ahnung was. Also, Erstmal zum Geräusch. Ich meine, what can possibly go wrong, ne? Ja, einfach mal hingehen. In einem Horrorspiel wäre das der einzige way to go. Ja, das ist wahr. Schockierenderweise ist es ein schnarchender Majin. Göttlicher Diener, Majin, Dämon, Ogre. Man hat ihm schon viele Namen gegeben. Ich glaube weder an Götter noch an Dämonen. Da denke ich, wir sollten ihn Majin nennen. Er könnte eine große Hilfe im Kampf gegen die Finsternis sein. Also seien wir mal ehrlich, wenn es ein Ogre sein soll, dann nennen wir den garantiert in diesem LP nur noch Shrek. Ich denke, du wirst ihn eher anders nennen. Aber darf ich mal anmerken, dass diese Ratte absolut ein Captain Obvious gefressen hat? Ja, darfst du ruhig. Und da ging es übrigens runter. Ja, habe ich gemerkt, ja. Gut, ich wollte sie nochmal erwähnt haben, falls ich gemerkt haben sollte. Ich wollte eigentlich da drauf landen, in der Hoffnung, dass ich hier hinspringen kann, aber naja, runter ist auch okay. Spoiler, nein. Naja, Spoiler ging nicht, heißt, Komi hat nichts falsch gemacht. Bin ich mit zufrieden. Das ist der Majin? Ich satt. Genug. Nix essen. Ich so glücklich. Er ist anders, als ich erwartet habe. Bauch voll. Was für eine Kreatur. Warum ist er gefesselt? Ich hungrig. Warum ich hungrig? Bist du der Majin? Du mich verstehst? Ich überrascht? Das tut doch nichts zur Sache. Ich hungrig. Ich hungrig ganz, ganz viel lange. Ich hungrig keine Kräfte. Der ist dir noch hilfloser als ich? Funktioniert nicht. Sie meine Kraft genommen. Sie? In große Frucht gesteckt und weggebracht.
Ich hole sie für dich wieder. Weißt du, wo sie ist? Gar nicht weit. Hinter Loch in Wand. Ich riech's. Okay. Darf ich mal sagen, dass die Musik ziemlich episch ist? Ja, ist gut gemacht. Und du kannst sagen, was du willst, aber wenn ich den Majin sehe, ich muss da instant an einen Koala denken. Du bist wahrscheinlich wegen der Kugelnase. Ja, doch. Ich kann die Ähnlichkeit erkennen, ja. Tja, dann wollen wir mal seine Teufelsfrucht zurückholen. Die Gum-Gum-Frucht oder die Trenn-Trenn-Frucht? Je nachdem, was er kann, ne? Momentan wäre es wahrscheinlich Aufsteh-Aufsteh-Frucht. Also ich glaube, in dem Fall wäre es sogar, glaube ich, eher die Mampf-Frucht, die er dann kriegen würde. So viel kann ich schon mal sagen. Dann kann er mampfen, das ist immer gut. Ja gut, mampfen kann er so oder so. Dann will ich mal für ihn hoffen. Stell dir mal vor, du müsstest ihn noch irgendwie füttern oder so. Was du ja gerade technisch gesehen tust. Ja gut, ich bringe ihm Futter, aber ich bin nicht Mama-Vogel und steck's da rein, hoffentlich. Soll ich dir sagen? Nein, ich werde es ja sehen, ich werde es ja sehen. Genau. Auweia, das hat nichts Gutes zu bedeuten. So ein Ärgernis. Wie gut, dass es Ihnen schwerfällt, uns zu entdecken. Oh, schau mal. Du passt doch in diesen Abfluss, oder? Du bist doch auch Kacke. Geh doch in die Kacke. So kann man es natürlich auch sagen. Ist doch wahr. Du passt doch da rein, ja. Vor allem, gut, aber allerdings, wenn hier seit fast 100 Jahren keiner mehr ist, außer diesen Glibbermenschen, sag ich jetzt mal, da ist er wenig. Dann ist Kacke. Dann ist das vertrocknete Kacke. Das ist ja noch schlimmer. Hallo, Petrified Poop, damit findest du mehr Drops in Kacke. Die will ich nicht haben. Habe ich jetzt mal so entschieden. Kann ich nachvollziehen. Flop. Großartig. Bitte sag mir, dass das nicht das ganze Spiel ist, dass ich alle Nase lang für ihn Futter besorge. Okay, dann sage ich es nicht. Ach Gott. Also so, es ist nicht so schlimm. Es ist meistens mit kleinen Rätseln und Jump-and-Run-Anlagen verknüpft, aber ihr profitiert beide von. So viel kann ich sagen. Na, okay. Weil da kriegt er auch teilweise super special awesome Powers wie Aufstehen und Reden. Aufstehen und Reden, die zwei wichtigsten Fähigkeiten. Sowieso. Und fester auf die Ömme hauen. Das gefällt mir zumindest schon mehr. Fest auf Ömme ist immer gut. Ich sage, aber nicht gesagt, auf wessen Ömme, oder? Solange es nicht meine, ist es alles okay. Who knows? Hat meine Stärke. Ich esse, macht mich stark. So bin ich übrigens auch immer nach der Arbeit. Ja, kann ich nachvollziehen. Ne? Vielleicht nützlich. Ich froh. Danke. Danke. Du nett. Du mein Retter. Schau, ich brauche deine Hilfe.
Lass uns erst aus dem Schloss raus, dann reden wir. Ja, warum sollte ich dir jetzt die Situation erklären? Lass es einfach erst rausgehen. Ganz genau. Er ist übrigens auch ein wunderbarer Türöffner. Ja. Yay. Tja, und jetzt hast du ein weiteres Gameplay. Dein eigenes Haustier, Majin. Tamagotchi-Dingens. Geil. Ich sehe das kommen, wenn ich mit dir immer für die Woche aufnehme. Dann. Und wir uns dann nächstes Wochenende wiedersehen zum Aufnehmen, habe ich wieder die Hälfte der Kontrolle vergessen. Das könnte durchaus passieren, aber ich versuche dich dran zu erinnern. So, jetzt lernst du erstmal, wie du keemst. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Das ist mal wieder ein Spiel. Du kriegst mal wieder ein Spiel, wo du kein Schwert bekommst. Ich habe nur ein Stocknagelding-Teil. Ich würde sagen, in dem Fall ist es ein Knüppel. Aber in dem Fall mit dem Knüppel kannst du dich auch wenigstens verteidigen, anders mit dem Schwert, wie man ja am Anfang gesehen hat. So, wichtig, wie du gerade gesehen hast, wenn der Majin die Gegner besiegt, beziehungsweise wenn Gegner besiegt werden, wenn der Majin in der Nähe ist, dann sterben sie. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Wenn er wartet oder folgt, wird er mich heilen. Okay, prima. Ganz also, genau. Mit anderen Worten habe ich einfach ein Auto-Heilsystem. Ja, du sollst nur dabei kurz stehen bleiben. Da stand, wenn er mir folgt. Das heißt, er kann auch unterwegs machen. Soll sich nicht so anstellen. Das soll heißen, wenn er keinen anderen Befehl hat, du Horst. So. Er saut quasi die Finsternis an dir ab. Lecker, lecker. Oh, Papagei. Okay, ich sing's keinen Mut. Den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Er sieht überhaupt nicht stark aus. Ah. Er hat wohl seine Kraft noch nicht zurück. Ich schätze, es gibt gerade Wichtigeres. Ja, gibt es. Ja, Cracker für den Papageien. Gib Polly einen Keks. Genau. Sonst noch was hier Schönes? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Ich glaube, hier in diesem Bereich gab es noch nicht viel zu erkunden. Später, also sobald du da raus bist, gibt es viel zu entdecken. Na, bin mal gespannt, ob wir alles finden oder nicht. Ich spiel's einfach mal ohne Guide. Du kannst mir ja sagen, wenn dir was einfällt. Das Gute ist, das Spiel wird dir vieles anzeigen. Sehr gutes Spiel. So gefällt mir das. Geh weg. Okay. So, das heißt... Tonk, tonk, tonk. Und das ist ein Combo-Finisher. Yay. Bam! Erfolgreich, lassen die Combo-Anzeige steigen, bei geführter Anzeige wird ein Power-Angriff möglich. Ja, ja. Crazy. Das Spiel belohnt einen für Teamwork mit dem Majin. Er hat das böse T-Wort gesagt. In einem kinderfreundlichen LP-Kanal. Kinderfreundlich? Du, seit wann? Weiß ich nicht. Seit heute. Also hatte ich mir vorgenommen und dann wurde da nichts draus. Dann hat er es ruiniert. Genau, der Majin ist schuld. Schau dir doch mal an. Schau ihn in seine großen Augen und sag ihm, dass er böse war. Was ein böser Majin. Sag's ihm in die Augen, nicht in seinen Arsch. Oh, Moment. Was ein böser Junge. Ihm freut das. Das ist okay. Best timing ever. Und werde stark. Ja, dann ess mal die Frucht hier. Beziehungsweise das ist da quasi die Heilung für den Majin. Dann ess sie auch. Du sollst sie aufnehmen. Warum muss ich sie aufnehmen? Weil er steht doch direkt da. Ich danke. Einfach in die Fresse werfen, hier hast du. Dieses Schloss stellt den Wächter des Königreichs dar. Solche Statuen finden sich überall. Ist das eine andere Ratte? Warum ist sie jetzt weiblich? Statuen für eine sichere Reise gebetet. Es gibt hier einige gefährliche Feinde. Aber in der Nähe dieser Statue fühle ich mich sicher. Oh mein Gott.
befinden sich keine Krieger der Finsternis in der Nähe der Majin-Statue. Wenn der Majin nahe bei ist, leuchtet sie auf. Drücke dann neben mir X und du gelangst zum Speichermenü. Ach, das ist so ein Spiel, ja. Das ist so ein Spiel. Gut, dann beende ich halt den Part für heute hier. Ja, das ist doch relativ zeitnah, würde ich sagen. Ja, ne, immer gucken, dass es so an die 30 Minuten sind, nicht weniger als 20, aber wir sind bei 25, das passt. Wer weiß, wann die nächste Statue kommt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, relativ bald. Naja, dann haben die Leute Pech. Müssen genau. Sie sich gedulden und morgen gibt es eine weitere Folge mit dem Majin. Und dem Kommi. Und dem Lorni. Yay. Yay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn der Kommi durch das vergessene Königreich schreitet, zusammen mit mir, dem Shadowlorn und den Majin. Und na, mal sehen, wie oft der Majin noch so stolpern wird.